vorher war das Kasernenunterkunft für die Soldaten und hier sind ja die finnischen Soldaten ausgebildet worden. Dann wurde das SA-Schule, da sind die Jugendlichen ausgebildet worden zu Handwerkern, also und um nachher in die Werften zu kommen und so weiter. Ne? Das war mit dem Hintergrund ja. Ne? Aber die sind von der Straße gekommen, haben Beruf gelernt. Und hinterher kam dann die Firma Boskamp und dann wurde das M1. Wir waren 4 Kinder. Ja. Ein größeren Bruder und eine kleine Schwester. Und wie gesagt, eine Zwillingsschwester. Wir haben die Flieger immer gesehen, die rüberflogen. Die flogen ja nach Hamburg und Berlin. Und die flogen so in so einem Dreieck flogen die. Eine Maschine, zwei, drei Maschinen, so in so einem Dreieck, so 10, 15 Flieger. Und es war nicht nur ein, so ein Pulk. Da kamen mehrere hintereinander. Und wir haben im Gras gelegen und haben geguckt. Und sonst hatten wir ja in dem kleinen Stadt immer nicht viel vom Krieg gemerkt. Also, na gut, es gab nicht viel zu essen. Da habe ich mal. Guck, an dem Tag hatte ich immer Geburtstag, da war immer Schützenfest. Und ich bin so gern Karussell gefahren. Also ich denke, dass Sie auch eine sehr glückliche Familie hatten und ja. Schöne Kindheit und wie Hamburg 1943 brannte, da kann ich mich entsinnen, den roten Himmel nachts, ja, 1, 2 war Fliegeralarm und dann mussten wir raus aus dem Bett, kannst du vorstellen, so als 5-Jähriger wurde aus dem Bett und an diesen roten Himmel, den habe ich vor Augen, dieses Bild ist da, dieser glutrote Himmel, ne? Haben sie ja Phosphorbomben in Hamburg abgeschmissen, die Häuser, die waren ja alle ausgebrannt. Ne? Hatten Sie denn auch Angst in dem Moment? Das war Ihnen sonst auch was passiert? Nee. Das war die Befreiung. Gott sei Dank, war endlich alles vorbei. Mhm. Darum ist für mich der Krieg auch am 7. April zu Ende und nicht der offizielle 8. Mai, glaube ich. Ja. Der ist nicht mehr so wichtig. Hatten Sie eine schöne Kindheit? Nein. Warum? Ich bin in Ostpreußen geboren und musste mit 4 Jahren aus meiner Heimat flüchten. Oh, das ist nicht so und schön. Das im Januar 45 bei tiefem Schnee und 20 Grad Frost. Mussten wir ja zu Fuß da die 50 Kilometer von Königsberg bis Pillau marschieren. Und da sind wir dann auch mal in so einen Graben abgerutscht. Ich mit meiner Oma oder meiner Oma und ich. Und die Kolonne marschierte schon weiter. Es wurde dämmerig und wir hatten große Angst, dass wir da den Anschluss verpassen würden. Das sind schon so eindrucksvolle Erlebnisse. Und von fern hörte man natürlich schon Geschützdonner. Die dachten, er ist tot, weil das Blut so lief. Und er lag da so. Hat sich nicht gerührt, bis die vorbei waren. Ja, der Glück hat. Ja. Wurden wir evakuiert, alle wohin? Zu Oma, die wohnte 4 Kilometer entfernt. Wir wurden an den Häusern, die daneben waren, die Fenster mit Bretter zugenagelt. Und dann hat man immer gewartet, dass da irgendwas, eine Zeitzünder oder irgendwas, dass sie explodiert. Sie explodierte nicht. Naja, und dann waren wir 1, 2 Jahre später, die Zeit kann ich nicht sagen, jedenfalls waren wir auf dem Feld an Kartoffeln sammeln. Und da kommt ein Engländer mit dem Jeep angefahren, mit Spaten und buddeln da im Land. Und die hatten genau die Stelle, wo die Bombe war. Und wir Kinder haben im Halbkreis rumgestanden, wie die Bombe da rausgebuddelt wurde und wie die Zünder rausgedreht haben. Hallo.
haben Sie damals so bestimmte Sachen machen müssen oder war das eher so freiwillig? Zu Hause? Ja. Ja, nee, da musste ich schon, wenn ich gegessen hatte mittags, dann musste ich auch abwaschen mit. Und da meine Mutter ja noch gearbeitet hat, ging sie dann ja aus dem Haus, wenn ich gegessen hatte. Und dann musste ich eben die Küche sauber machen. Das war schon Muss. Ne? Nee. Wir haben also unser Geld verdient, indem wir Steine gesammelt haben. Wenn wir dann so einen Raum mit der Steine hatten, dann haben wir Bescheid gesagt. Ich weiß nicht mehr, was für ein Unternehmen das war. Dann haben wir dafür Geld bekommen. Oder wir haben Eisen gesammelt, wir haben Flaschen gesammelt, sind damit zum Eisenhändler gegangen und dann haben wir das eingetauscht gegen Geld. Weil wir noch ein bisschen Geld zufällig wollten, sind wir zum Bauern gegangen. Kartoffel sammeln, Rüben behacken, das war ja früher alles mit der Hand. Nicht so mit Maschinen wie heute. Aber es war lustig, weil ja mehrere waren und dann war lustig. Auch die ersten 3 Tage tat der Rücken weh, aber dann ging's gut. Die Freizeit war ganz, ganz knapp. Zu Hause musste der Garten umgegraben werden und auch die Ernte musste mitgemacht. Alles, was da selber ranwog, kommt das mit Spargel, Erdbeeren und Kirschenfrüchten oder was, das musste alles mitgemacht werden. Ne? Und das Negativste war Garten umgraben, da hatte ich nie Lust zu, aber es musste gemacht werden. Mit Opa zusammen und wenn das Grüne denn nicht nach unten kam, dann sagte Opa, soll da noch eine Kuh raufgetrieben werden, die das Grüne fressen sollte. Wir hatten kein fließend Wasser, wir hatten keine Zentralheizung, wir hatten auch nur einen Ofen in der Wohnstube. In der Küche gab es einen Herd, der mit Holz und Kohle befeuert wurde. Und das Wasser haben wir von einer Pumpe auf dem Hof geholt. Und die Toilette war ein Eimerklosett auf dem Hof. Durftet ihr alles? Nö, in Einschränkungen. Wir wussten, dass wir nicht alles kriegten. Selbstgemachte Sachen, ja. Und wie gesagt, Selbstversorger mit Schweinen und Hühnern und was. Aber arbeiten brauchten wir damit nicht. Und zum Beispiel mit Weihnachten. Ja, ich habe jahrelang meinen Waldi gekriegt, als Kind. Das war so ein Wackeldackel. Der war unterteilt. Ja. Und wenn man den zog, dann ging er immer so. Der hatte jedes Jahr eine andere Farbe. Und das war's. Und Süßigkeiten, ja, weiß ich, so ein Stück Schokolade gab es wohl auch. Und wie war denn so der Alltag nach dem Krieg? Nach dem Krieg, naja, es gab Lebensmittelkarten, wenn wir losgingen zum Einkaufen, da waren Karten, da standen drauf, halbes von Butter, Zucker, stand alles so drauf. Und dann nahm der Kaufmann die Schere und schnitt die Marke dann draus, das, was man gekauft hat, damit man nicht öfters kam oder was. Deshalb, das wurde alles zugeteilt. Ja. Da man ja früher auch mehr draußen war, hat man ja sicherlich auch mal Blödsinn gebaut. Ja, haben wir. Haben Sie, Sie haben das bestimmt auch nicht sicherlich Ihren Eltern erzählt, oder? Nein, überhaupt nicht. Was war das denn so für ein Blödsinn? Oder? Na, wir haben auch mal Scheiben eingeworfen, nicht? Oder haben Äpfel geklaut oder Kirschen. Solche Sachen haben wir auch schon gemacht. Was wir da auch hatten in dieser Zeit, was also ganz groß war, das war also diese Bandenbildung, die wir damals hatten. Wir haben so 10- bis 12-Jährige, also in diesem Alter, ne? 9, 10, 11, 12, da haben wir Banden gebildet und haben dann irgendeinen Blödsinn gemacht. Wir haben Scheiben eingeschmissen, haben Wettkämpfe ausgeschrieben, wer schafft mit einem Eisblock oder mit einem großen Schneeball auch mit einem Wurf die meisten Scheiben und so einen Blödsinn haben wir gemacht. Ne? Ich habe viel gern gelesen und eben, und dann habe ich gehandarbeitet, sticken. Aber nicht sticken und häkeln. Habe ich dann immer für meine Geschwister, wenn wir die geheiratet haben und Kinder kriegen, die haben dann immer die Erstausstattung, das Ausfahrgarnitur, gehäkelte, für ihr Kind gekriegt von mir. Das war auch schon Satz.
Wie viele Leute hatten Sie denn ungefähr in Ihrer Bande? Ja, das kam ganz drauf an, welche Bande. Wir hatten eine kleine Bande von 7 Mann, die nannten wir die Schwarzen Rächer. Und da haben wir die Scheiben eingeschossen mit dem Katapult. Und da haben wir Zettel durchgesteckt und haben, da stand da drauf, der Schwarze Rächer schlägt wieder zu. Und so ein Blödsinn. Was war denn Ihr peinlichstes Erlebnis in Ihrer Kindheit? Oder habe ich das schon gefragt? Nee, hast du noch nicht gefragt. Das weiß ich gar nicht. Doch. Doch, da war ich in der Grundschule und wir hatten so einen großen Ofen, der wurde also mit Holz bestückt, der stand im Klassenraum und den musste irgendjemand ein Mitschüler füttern, also nachlegen. Und da war da stand ja auch so eine große Stange, wo man so mit rütteln konnte. Jedenfalls war da so ein Schüler, wir waren auch so unterschiedlich im Alter durch die Flüchtlinge, da gab es ja welche, die waren viel größer. Jedenfalls war da so ein großer Junge und der schubst mich und sagt, ach du Kleine, und hob mich so hoch. Und das fand ich ganz fürchterlich. Und da habe ich diese Feuerstange genommen und habe ihn damit geschlagen. Und die war auch noch glühend. Und das war ganz schlimm, ja. Aber ich war so wütend, weil er sagte, ach du Kleine, und hob mich so hoch und ich zappelte da so. Ich fand das richtig schlimm und nahm also diese Stange und Gott sei Dank ist es nicht so schlimm gewesen. Aber dann musste ich in der Ecke stehen. Der Ungarnaufstand ist gewesen. Es wurde eng dort drüben. Dann mussten die 5-Jahrespläne erfüllt werden. Wir mussten immer ein bestimmtes Ziel erreichen, in einer bestimmten Zeit. Und wenn sie das nicht schafften, dann wurden sie dafür verdonnert, obwohl sie gar nichts dafür konnten. Und es wurde also immer enger und brenzlicher und dann auch diese ganze Erziehung mit diesem Pioniertuch um den Hals und diesen ganzen Geschichten. Wir haben Doppelleben geführt. Ich musste das mitmachen in der Schule, aber zu Hause musste ich das sofort ablegen, weil meine Eltern total gegen dieses Regime waren. Und bis dann ein Onkel hier aus dem Westen gesagt hat, komm rüber, letzte Gelegenheit. Und da sind wir dann eben wieder aufgebrochen mit unseren Koffern in der Hand. Durch mit den Fragen. Ja. Ja. Dann erzählt mal von euch. Was ist euer größter Traum? Habt ihr mich gefragt? Ich will im Zoo arbeiten. Im Zoo? Ja, das weiß ich schon als klein war. Ja. Kann ich verstehen. Und du? Ich würde auch gerne im Zoo arbeiten. Ihr seid Freunde. Ja. Ja. Oder irgendwas mit Mode machen. Auch nicht schlecht. Richtig. Das habe ich mir eigentlich auch vorgestellt, als wir damals unterwegs waren, meine Freundin und ich, um eine Lehrstelle zu finden. Eigentlich wollte ich Dekorateurin werden. Aber hat sich dann anders ergeben. Dann ging man ins Büro. Wir haben was mit der Inge gemacht, die ist 73 Jahre alt und die ist halt geflohen von dem heutigen Polen, jetzt hier nach Schleswig-Holstein. Und ihre schlechteste Erfahrung war, als sie erfahren hat, dass ihr Vater gestorben ist. Sie kannte ihren Vater zwar nicht, aber da ihre Mutter so verletzt war, hat sie das auch so mitgenommen, dass sie auch sehr traurig war in der Zeit. Sie hat im Krieg ihren Bruder verloren. Der wurde von einer Granate getötet. Da war sie auch sehr traurig. In der Schulzeit war es so, dass sie, wenn sie Mist gebaut haben, haben sie noch immer was mit dem Zeigestock auf die Fingern bekommen oder eine Ohrfeige. Und sie hat auch gesagt, dass sie viel lieber in unserer Zeit gelebt hätte. In der Schulzeit und dass auch nicht jeder in die Schule gehen durfte, nur die, die dazu sitzen, also die genug Geld hatten, die Familien, und auch nur die Schlauen, sage ich mal, die, wo man von Anfang an gesagt hat, das lohnt sich. Und der andere reagiert. So, 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 wie auch immer. Und der andere macht da, da. Ja.
Finger gekriegt, Schmerzen schrecklich finden. Ja? Okay. Und denkt dran, euer Publikum ist hier. Oh. Die wollt ihr berühren. Wir haben die Malis befragt und ich habe sie gefragt, ob es Geschenke gab, mit wie vielen Jahren sie sich geschminkt hat, ob sie geheiratet hat, was sie der Freitag gemacht hat und wie sie ihre Feiertage verbracht hat. Also es gab Geschenke vorm Krieg, aber nach der Kriegszeit gab es fast gar keine, also keine bis gar keine Geschenke. Dann haben wir sie gefragt, was ihr peinlichster Moment war. Sie hatte dann Schwimmunterricht und hatte dann bei der Flucht vergessen, ihren Badeanzug mitzunehmen. Dann hat sie einen Badeanzug bekommen, aber der war viel zu groß und das sah dann halt total peinlich aus. Okay, so. Und er sagt, Der ist zu groß. Passt schon, den ziehst du an. Aber der ist doch viel zu groß, der sieht man doch alles. Du ziehst ihn an. Wir haben Palle befragt. Er wurde 1938 geboren und er hat als Kind gerne Maisbrot gegessen. Sein schlimmstes Erlebnis war, als hier draußen auf dem Gelände eine Bombe zwischen zwei Häusern hochgegangen ist und da ein mehrere Meter tiefes Loch gekommen ist. Ja. Als er ungefähr 7 Jahre alt war, hat er mit Freunden da hinten in einer Ruine gespielt und dann sind irgendwie Soldaten gekommen und haben sie dann beschossen. Also sie waren im Haus und haben sich da versteckt und haben sie von außen auf das Haus geschossen. Das war auch ein schlimmes Erlebnis. Diese Kriegsflugzeuge ganz laut, ja? Und dann, jetzt dürft ihr sprechen, ihr seid Kinder, 1943. Die sagen, oh, guck mal, die Flugzeuge. Lass mal gucken, oh, guck mal, wie cool. Und die sind aber oben, ne? Das war der Mann von der Ebene, ne? Ja, genau. Ja. Der hat uns erzählt, dass er mit 13 das erste Mal geraucht hat, bis zu seinem 50. Lebensjahr. Er hat in Winseldorf auf so einem Bauernhof gelebt und dann war da so eine Scheune. Und dann hatten die bei der Scheune auf dem Dachboden Tabak. Und dann hat er Zeitungspapier genommen, da den Tabak reingemacht und dann hat er sich, er hat sozusagen selber eine Zigarette gebaut und dann, ja, hat er das erste Mal gemacht. Im Zweiten Weltkrieg wurde sein Vater in Gefangenschaft genommen. Er ist aber wiedergekommen, also der ist jetzt nicht gestorben. Also sein schlimmster Moment war, er hat seine Schwester im Zweiten Weltkrieg verloren, also die ist an Masern gestorben. Ich war 12, als meine Oma erschossen werden sollte. Es war mitten im Dorf, auf dem Marktplatz. Da sah ich, dass ein betrunkener Soldat mit seinem Revolver auf meine Großmutter zielte. Gerade als ich dachte, es wäre zu spät, kam jemand und hielt ihn davon ab. Wie lange ist es denn, dass wir haben 4 Geschichten von der Das Papier ist nicht da. Okay. Also erst die Sätze und dann die Fragen. Das können ja auch 4 lesen. Wir haben 2 gegen das Publikum. Okay, haben wir 4 Geschichten. Das ist ein bisschen Profilungsaufgabe. Das nicht zu lernen bis Mittwoch. Das braucht man nicht so lange zu formulieren. Das kann man theatralisch wirksamer formulieren, indem man es knapper hält und kann sagen, als ich 12 war, wurde meine Oma vor meinen Augen erschossen. Dann kommt der nächste Satz. Das war auf dem Dorf, auf dem Marktplatz.
Dann kommt der nächste, weißt du, so, zack, 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 kurze formulierte Sätze. Das ist schön literarisch, aber das machen wir ja nicht. Wir machen ja hier keine Literaturwerkstatt, sondern Theater. Guten Tag, Frau Engelbrecht. Doch, Engelbrecht. Birgit, mach bitte den Ofen. Bitte setz dich. Birgit, mach bitte den Ofen. Aber ich möchte nicht. Mach schon, sonst kriegst du was an den Finger. Gut, bitte hol deine Hefte raus. Ich kann nicht machen. Irgendwie nackt, bitte Also, wir hatten, das kannst du sagen, oder? Ja, Gisela Braun, sie ist 76 Jahre alt. Ja. Du hast gefragt, was bedeutet Schmerz für sie? Ja, dass Schmerz für sie auch im Kopf ist, also wenn sie irgendwas sieht, wie die Flüchtlinge so gelebt haben und so, und halt wie jeder andere auch Schmerz empfindet, wenn man sich verletzt hat. Aus Oberschlesien sind sie geflüchtet, ihre Mutter mit 3 Kindern, ihre Oma, ihre Nachbarin mit Pferd und Wagen. Ach, das war auch toll. Also, ja, und die jungen Frauen, die haben sich alle mit Asche eingeschmiert, damit sie älter aussahen und nicht vergewaltigt wurden. Damals erzählt, dass sie in den zerbombten Kiel immer aus den Abfällen Spielzeugen gemacht haben und dass sie aus Stein und Eisen Geld verdient haben. Das können wir uns nicht mehr vorstellen. Wir wurden alle in der Schule geschlagen.
war noch sehr klein, als ich mit meinen 5 Geschwistern und meiner Mutter aus Westpreußen fliehen musste. Alles, was nötig war, luden wir auf dem Planwagen. An der ersten Haltestelle hörte ich meinen Bruder aufschreien. Er wurde von einem Granatsplitter getroffen und wir mussten hilflos zusehen, wie er verblutete. Vor der Schule mussten wir die ankommenden Flüchtlinge vom Bahnhof abholen und zu den Zelten auf dem Schützenplatz bringen. Wenn ich die Flüchtlinge heute sehe, muss ich immer an die Kriegszeit denken.